Moin Leute, freut mich wieder übel, dass ihr mit am Start seid. Danke für die Likes und eure Abos. Heute zeige ich euch tatsächlich, wie habe ich die Hogwarts Map gedownloadet und dann in die Luft gejagt. Ja, weil das Ganze ist ja auf einem Server und es gibt keinen offiziellen Download. Und ich habe auch keinen Download gekriegt von Spark oder sonst irgendjemanden oder ein Backup oder von sonst irgendwas. Ich habe das selber erstellt. Man kann nämlich Server-Maps downloaden. Das geht mit einer Minecraft-Mod. Ihr braucht dazu einmal die Minecraft-Forge-Edition für 1.6.4. Nein, nicht 1.6.4. Wir sind falsch. Wir müssen auf die 1.16.4. Tut mir leid an der Stelle. 1.16.4. Dann holt ihr euch hier den Installator höher und dann installiert es alles automatisch und ihr müsst dann erstmal gar nichts mehr machen. Die Links sind übrigens in der Beschreibung verlinkt, wie ihr auf die einzelnen Seiten kommt. Das Ganze geht nur für die Java-Edition, nicht für die Bedrock-Edition. Ihr habt dann einmal hier die Forge-Dingsbums und ihr installiert das. Da bekommt ihr eine Char raus, aber ich kann es jetzt mal kurz hier machen. So, ihr seht hier unten habe ich eine Char gekriegt, dann muss ich auf Behalten drücken. Und wenn ich die hier ausführe, also einfach draufklicken, und dann öffnet sich theoretisch jetzt gleich ein Fenster. Ah, guck mal, das meine ich mit dem Fenster. Und dann drückt ihr auf Install Client und dann, wo euer Punkt Minecraft gespeichert ist. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das schon. So, dann müsst ihr einmal Minecraft starten. Ganz wichtig, das solltet euch, merkt euch das. Ihr müsst dann einmal Minecraft starten mit der Version, die ihr gerade gedownloadet habt, also und installiert, ne? Ich habe hier einmal, Moment, das heißt hier bei mir Craft Attack, hier, also ihr könnt da hingehen und bei Installation zum Beispiel, das heißt bei mir Craft Attack, da müsst ihr dann hingehen auf Bearbeiten und hier müsst ihr die Forge-Version, die ihr gedownloadet und installiert habt, auswählen und dann speichern, so. Und dann müsst ihr es einmal starten. Wenn ihr es einmal gestartet habt, dann kreiert sich in eurem Punkt-Minecraft-Ordner, der ist ganz wichtig, den bekommt ihr im App-Data-Roaming, ne, ganz einfach, wenn ihr hier %AppData% eingebt, ne, dann kommt ihr auch an diesen Ordner und da müsst ihr dann in den Punkt-Minecraft-Ordner reingehen. Im Punkt-Minecraft-Ordner hat sich dann nach dem Start ein Mods-Ordner erstellt und da in diesen Mods-Ordner muss diese Char hier rein. Das ist die World Downloader-Version. Die verlinke ich euch unten. Einfach downloaden und dann muss das da rein. Und dann habt ihr das schon installiert. Wir starten jetzt die Version hier mit Craft Attack, mit der Forge-Version. Drücken wir auf Spielen und dann lädt das Modpack. Was heißt Modpack? Es ist kein Modpack. Dann lädt Minecraft einfach mit dieser Modifikation. Also wenn ihr jetzt noch einen Durchblick habt, dann lasst mal einen Like da, wer es jetzt noch kapiert. Ich weiß, für viele ist das hohe Technologie. Für manche aber auch ein Klacks. Schreibt mal in die Kommentare, für wen das jetzt ein Klacks ist. Wir haben hier die Version 1.16.4, wir haben Forge-Version und wenn man auf Mods drückt, haben wir hier den World Downloader. Der ist jetzt unter meiner Cam, wir machen das Ganze mal so. Zack, ihr seht da, World Downloader, ne, ganz, ganz easy. Und dadurch wissen wir, das hat funktioniert, die Mod ist installiert. Jetzt muss ich auf einen Server gehen. Hier haben wir einmal den Craft Attack Server. Wir gehen einfach mal ganz kurz drauf. So, hier, ich bin gerade im Nether und so und ich suche gerade Ancient Debris. Ja, das ist der Server. Ihr könnt hier sehen, es ist hier Crocodile Dandy, Andy und Iosa und Spark of Phoenix sind drauf. Alles schön und gut. Ich kann jetzt hier hingehen auf Download This World und jetzt muss ich Allow Overwriting machen, damit der Name von dem Ganzen, weil ich es ja schon mal gedownloadet habe, das wird jetzt hinzugefügt bzw. overwritet. Jetzt ist hier der Download gestartet, ich kann hier rumlaufen. Alle Chunks, die ich lade, werden automatisch dann generiert. Also ich kann jetzt hier auf Download Stop drücken, dann seht ihr das hier. Zack, und dann gehe ich zurück auf Disconnect. Gehen mein Singleplayer und hier oben habe ich es kreiert. Hier, 20.02., das ist jetzt gerade in diesem Moment. Und wenn wir jetzt drauf gehen, müssten wir im Nether stehen. Das, was ich gedownloadet habe. So, tada, mit meinem kompletten Inventar. Ich habe alles aus der Craft Attack Welt sozusagen in eine Singleplayer Welt importiert. Ich kann hier hingehen, kann in den Spectate, in den Creative Mode gehen, meine ich natürlich. Und kann jetzt hier weitermachen. Das geht auf so gut wie jedem Server. Wir gehen einfach mal spaßeshalber auf den Hypixel-Server.
Und da haben wir jetzt zum Beispiel einfach Bock drauf, hier diese Lobby zu downloaden. Das hätte ich gerne, deswegen gehe ich auf Download This World. Ist Multi-World is required, bla bla bla. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und jetzt ist der Download gestartet. Und jetzt laufe ich hier ein bisschen rum. Ihr seht hier, oh, die High-Pixel-Ding. Das hätte ich so gerne in meiner Singleplayer-Welt. Aber, ja, gibt's nirgendwo zum Download. Also download ich's mir selber, indem ich hier rumlaufe. So, der Baum hier und da drüben noch etwas. So ein bisschen einfach die Chunks laden, sag ich mal. Und dann sage ich, okay, genug gedownloadet. Zack, wir gehen in den Singleplayer. Und siehe da, High-Pixel. Bam. Ja, tada. Wir haben die Hypixel-Map. Da, guckt euch das an. Hier. Und hier generiert es gerade nicht weiter. Ne? Also wenn wir jetzt außerhalb der Chunks fliegen würden, würde, glaube ich, die Welt normal wieder generieren. Auf welcher Höhe sind wir dann? 56. Ich fliege mal ein bisschen in die Richtung. Oh, ne, okay. Also hat auf jeden Fall sehr viel dann gedownloadet. Nice. Hat auf jeden Fall super geklappt. Ihr seht, wir haben hier die Hypixel-Map auf Dingsbums und so könnt ihr Server-Maps downloaden, auch wenn es die nicht zum Download gibt. Was ich euch aber drum bitten würde, wenn ihr das macht, macht das nur für euren Privatgebrauch, downloadet nicht Maps von irgendwelchen Servern und stellt sie selbst zum Download. Da könntet ihr ein Copyright Problem bekommen, wenn ihr das dann selber macht. Das müssen schon die Server selber machen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da nicht, ich sag mal, wirklich geistigen Diebstahl macht. Es ist was anderes, wenn ihr es für euren Privatgebrauch downloadet und so ein Mist macht, wie ich jetzt zum Beispiel mit Pogwarts, ne? Von daher, Leute, Dankeschön fürs Zusehen. War ein kleines, feines Tutorial. Das habt ihr euch ja gewünscht im Community-Tab. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.